extremistisch. Echte Männer sind recht. Okay, Freunde, ich dachte erst gerade, da ist hier was schiefgelaufen. Scheint aber alles gut zu sein. Schön, dass ihr da seid. Der Maximilian ist gerade nochmal auf Klo. Der kommt gleich zu uns. Ich erzähle euch in der Zeit, was es... Sind wir schon live oder was? Da ist er. Hallo, Maximilian Pütz. Schön, dass du da bist. Boah, Wahnsinn. Was für ein Publikum. Großartig. Ja, diese Leute lieben dich. Rasten aus. Hallo. Zu Recht, möchte man sagen. Danke, ja? Danke. Ja, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ich habe ein Video in der Videobeschreibung verlinkt von Schonungslos. Der hat das Ganze ausführlicher gemacht, als ich das heute machen werde. Das ist ein undankbares Thema. Im Grunde ist es trocken und langweilig und lächerlich. Dann reden diese Geisteskranken von einer Machtergreifung und so. Das ist ein Gesetz. Der eine legt es so aus, nachvollziehbarerweise. Der andere legt es so aus, weniger nachvollziehbarerweise, aber auch in Ordnung. Da von einer Machtergreifung zu sprechen, ist geisteskrank. Und es ist halt generell ein denkbares Scheißthema gewesen, was ich mir da ausgesucht habe. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ja, ich hätte wahrscheinlich dann rechtzeitig switchen sollen zu essen oder sowas. Das wäre interessanter gewesen. Aber jetzt haben wir halt den Salat. Ja, und da müssen wir jetzt gemeinsam durch, Freunde. Müssen wir durch. Ich mach das nicht super ausführlich. Ja? Weil es letztendlich scheißegal ist, was da los ist. Darüber redet in 3 Wochen kein Mensch mehr. Und dann ist es auch nichts, wo sich eine Doku drüber lohnen würde, wie die Lügengeschichten von Chemnitz 2018 oder sowas. Aber zumindest oberflächlich. Gehen wir jetzt mal kurz darüber. Wer ein bisschen mehr wissen will, dem empfehle ich ausdrücklich das Video von Schonungslos. Link in der Videobeschreibung. Grundsätzlich geht es hier um das übliche Messen mit zweierlei Maß, gepaart halt mit einem grotesken, geisteskranken Dritte Reich-Geschwurbel von Seiten der Altparteien, wohlgemerkt. Die Medien auch wieder ganz vorne mit dabei. Bei dem dazugehörigen Artikel der Tagesschau hat man natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass es hier um die, ich zitiere, starke AfD von rechts außen Björn Höcke geht. Aber drauf geschissen, was war da jetzt los? Der Thüringer Landtag sollte sich konstituieren. Das ist eine Formalie. Im Grunde geht es darum, dass verkündet wird, so Freunde, wir sind der neue Landtag, bestehend aus den Personen A, B und C. Wir wählen jetzt unseren neuen Landtagspräsidenten und dann machen wir erstmal ein schönes verlängertes Wochenende. Das Problem diesen Donnerstag war, dass, so ist das aber üblich, die stärkste Fraktion einen Landtagspräsidenten vorschlägt und dann wird darüber abgestimmt. Holt er keine Mehrheit, gibt es den nächsten Vorschlag. Holt er wieder keine Mehrheit, gibt es den nächsten Vorschlag. Und der braucht dann wiederum keine absolute Mehrheit mehr, sondern eine einfache Mehrheit. Was da hieße, die AfD, das ist die stärkste Fraktion, die hätte letztendlich da den Landtagspräsidenten gestellt. Ja, wo ist da jetzt das Scheißproblem? Fragt ihr euch zu Recht? So ist das in den meisten, wenn nicht allen Landtagen. So ist es übrigens auch im Bundestag. Ich habe ein Zitat für euch. Die Bundestagspräsidentin oder der Bundestagspräsident sowie die jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter werdet diese ganze Scheiße, wenn wir abschaffen, Alter. Wenn wir hier in 20 Jahren endlich 51% AfD haben, dann werden wir diesen Scheiß abschaffen. Wir müssen uns dann irgendwas Demütigendes ausdenken, was wir denen in die Fresse reiben können. Dieser Schwachsinn, dieser völlige Schwachsinn, der muss weg. So, werden in der konstituierenden Sitzung des Bundestages gewählt, also direkt in der ersten Sitzung des neuen Parlaments. Traditionell wird der Bundestagspräsident von der stärksten Fraktion gestellt und erhält in der Regel bei der geheimen Wahl auch Stimmen von vielen Abgeordneten der anderen Fraktionen. Wie gesagt, ein völlig normaler Vorgang. Ich habe ChatGPT vorhin gefragt, wie viele Bundestags- und Landtagswahlen es bisher in Deutschland gab. Was schätzt du? Keine Ahnung. Ich fand das auch schwierig, wenn du jetzt das rechnen können, ne? Seit 70 Jahren gibt es Deutschland, aber egal. Ich kürze ab, etwa 300. Ich glaube, die genaue Antwort war zwischen 270 und 320. Das ist jetzt so einfach auch nicht zu ergründen, weil hier und da gibt es da mal Neuwahlen und so weiter und so weiter. Also in etwa 300, ja. Und bei den allermeisten dieser Wahlen lief es am Ende so ab, wie eben geschildert. Ja, Alterspräsident sagt guten Tag, stärkste Fraktion schlägt Landtagspräsidenten vor, anschließend wird gewählt. Das Problem diesmal war jedoch, dass die stärkste Fraktion die AfD ist. Und ihr kennt das ja. Der muss man nicht nur Stiftungsgelder vorenthalten, man muss sie auch sonst schikanieren, wo es nur möglich ist. Es muss rückgängig gemacht werden. Ganz klar. Sowas in der Art, ganz genau. Ne? Und zu ähnlich sah es dann auch am Donnerstag aus. Hier die Ultra-Kurzfassung. Die AfD 19. September datierende Einladung zur heutigen ersten Plenarsitzung führt Herr Treutler, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag gestellt. Herr Treutler, Sie haben eben gesagt, Sie wollen nach der Geschäftsordnung, die gilt, verfahren. Dann haben Sie bitte die Geschäftsordnung auch zu... Ich entziehe Ihnen das Wort. Herr Treutler, hier steht in der Geschäftsordnung in Absatz 1
Nee, Paragraph 1 Absatz 4, dass die Beschlussfähigkeit das vor dem Präsidentenwahl zu erklären ist. Und das wollen wir jetzt tun. Sie schaden hier der Demokratie, indem Sie den Mehrheitswillen dieses Hauses ignorieren, wenn wir nicht die Geschäftsordnung jetzt auch anwenden. Ich verlange von Ihnen, die Geschäftsordnung anzuwenden. Es gibt einen Antrag, den habe ich gestellt. Sie haben den zu vollziehen. So, da hat man mein Geräusper gerade gehört, das tut mir leid. Nach damaliger, also Donnerstag, ja, Rechtslage wäre es so gewesen, dass am Ende die AfD zwangsläufig den Landtagspräsidenten gestellt hätte. Vielleicht nochmal das kurz am Rande. Was ist die Aufgabe eines Landtagspräsidenten? Der leitet zum einen Sitzungen. Also wenn da jemand abnervt, dann sagt er, bitte reden Sie erst, wenn Sie dran sind oder so ähnlich. Und ansonsten vertritt er das Parlament nach außen. Das ist also ein großteils repräsentativer Job. Er hat bei Abstimmungen nicht eine Stimme mehr oder kann Gesetze verabschieden, für die nicht abgestimmt wurde oder so. Das Amt beinhaltet keinerlei reale Macht über die eines normalen Abgeordneten hinaus. Und natürlich die Möglichkeit, dass sich da jemand das Mikrofon abstellen kann, wenn er der blöde Zeug quatscht oder sowas in der Art. Ja? Oder einen Ordnungsruf erteilen kann oder so eine Scheiße. Ja, nichts Besonderes. Eigentlich hätte die AfD am Donnerstag dann ihren eigenen Landtagspräsidenten bekommen. Aber die antifaschistische Einheitsfront wollte das natürlich verhindern und wollte deshalb die Regeln ändern, bevor es zu dieser Abstimmung kommt. Deshalb dieses autistische Rumgejammere und das geisteskranke Geschwafel davon einer Machtergreifung, während der Alterspräsident versucht, das übliche Programm abzuspielen. Ich habe übrigens auch vorhin ChatGPT gefragt, wie oft es bisher schon vorgekommen ist, dass die, Gott, wie heißt sie, nicht die Tagesordnung, sondern die, also die Regeln, die dort gelten, dass die geändert wurden, bevor sich der Landtag konstituiert hat. Was schätzt du, was da die Antwort war? Nullmal. Nee, tatsächlich zweimal. Echt? Einmal hat das, okay, mit der, ja, einmal das mit, ja, der gut, NPD zu tun. Ja, okay. Richtig, bei über, also warum ist das so wichtig, dass das jetzt bei 300 Wahlen in etwa zweimal passiert ist? Es ist deshalb so wichtig, weil es geisteskrank ist, in diesem Fall von einer Machtergreifung zu schwafeln. Ja, der normale Vorgang in, nehmen wir mal an, es waren genau 300 Wahlen seit Bestehen der Bundesrepublik, dann war in 298 Fällen von diesen 300 es so, dass die das Programm abgespielt haben, wie es der Alterspräsident auch diesen Donnerstag abspielen wollte. Ich kann das überhaupt gar nicht intellektuell nachvollziehen. Wieso, was für eine Machtergreifung? Was meinen die denn? Soweit ich informiert bin, hat er doch einfach nur seinen Tagesordnungspunkte davor gelesen. Richtig. Und wollte die halt durcharbeiten. Und dann wäre alles von vorne nach hinten durchgearbeitet. Und dann wäre dann irgendwo noch eine Wahl gewesen. Und das wollte aber die CDU jetzt vorher haben, oder? Richtig. Was für eine Machtergreifung? Ich meine, das war ja auch nach ihrer Lesart korrekt, dass er da sitzt und diese Tagesordnungspunkte vorliest. Nee. Was er eben nicht. Die waren der Meinung, dass du eine Regeländerung, wie sie sie gerne hätten, auch schon zuvor. Also, die waren der Meinung, dass der jetzt reinkommen muss und sagen muss, guten Tag, mein Name ist ja vergessen, wie er heißt, Treuter, glaube ich. Ja, guten Tag, mein Name ist Treuter. Die Blockpartei möchte ganz gerne, dass wir als erstes über folgende Regeländerung abstimmen. Wo du dann, nochmal, ich verstehe es nicht so ganz. Wir kommen später noch zu etwas mehr Details. Aber er leitet doch die Sitzung, dann kann er das doch sagen, ja, nee, dann packe ich das auf den Tagesordnungspunkt 5. So, hat er. Also er hat ja legal diese sozusagen die Leitung hat er ja in sich und dann kann er doch sagen, ja, alles klar, aber ich bestimme das hier, weil im Moment war er ja noch dieser Typ, weil er der Älteste war. Ne? Du hast recht, er würde dann ersetzt werden durch den Landtagspräsidenten, also er ist dann derjenige, ne? Also bei der Konstituierung ist es halt der Alterspräsident, weil da halt noch niemand gewählt wurde und ab dann wäre es der Landtagspräsident. Die Sache ist ja nur die Blockpartei wollte verhindern, dass dann AfDler gewählt wird. Ja? Und auch das, also selbst da ist die Vokabel Machtergreifung absolut lächerlich, aber wenn sich dort jemand wie ein Arschloch angestellt hat, dann war das ohne jeden Zweifel CDU und Konsorten. Also alles von Die Linke über BSW, SPD bis hin zur CDU. Wäre ja, wenn, dann eher eine Machtergreifung von denen, weil sie das Protokoll ja missachten und sagen, nein, wir wollen jetzt aber das jetzt machen. Nein, das ist halt schwierig. Also, weil die waren der Meinung, dass das auch regelkonform ist, die Regeln zu ändern, bevor sich der Landtag konstituiert. Was nochmal, ich verstehe es nicht so ganz. Du lässt letztendlich Leute über eine Regeländerung abstimmen, die dieses Amt noch gar nicht so vollumfänglich besetzt. Also, in sich haben, dieser, ja, das richtig, macht für mich keinen Sinn. Dieser Moment, diese ganze Veranstaltung, Sinn und Zweck war es ja zu sagen, so liebe Freunde,
ihr seid jetzt die neuen Landtagsabgeordneten und richtig, wir sind der neue Thüringer Landtag. Jetzt lasst uns unseres Amtes walten. Und auch bevor diese Worte gesprochen sind, muss dann darüber abgestimmt werden, dass eine Regeländerung stattfindet, worüber dann wiederum Leute entscheiden, die eigentlich noch gar nicht im Spiel drin sind. Wie gesagt, es ist wirr und genau so, deshalb... Ja, genau, so sehe ich, genau so sehe ich das. Es ist praktisch so, du übst schon die Tätigkeit eines Polizisten aus, bevor du überhaupt als Polizist eingeschworen bist oder so. Also genau, bis ja in dem Moment waren die ja noch gar nichts. Konstituiert heißt ja sozusagen, dass sie sich dann bilden und erst dann, meiner naiven Vorstellung, sind sie dann beschlussfähig. Also muss es erst konstituiert werden und dann kann man irgendwie welche Sachen ändern oder abstimmen oder sonst was. Eine ähnliche Meinung vertrittst übrigens nicht nur du, der Herr Brotkamp, Matthias Brotkamp, ehemals SPD, Autor beim Cicero, der hat diesbezüglich auch einen Artikel beim Cicero geschrieben, den ich nicht weiter behandeln werde, aber auch der ist da tendenziell auf deiner Seite. Ich denke, dass sich da einige, nicht Hochkaräter, aber Leute von, in Anführungszeichen, Rang und Namen zu geäußert haben diese Woche und das, was du schilderst, ist die normale Sicht der Dinge. Also es war zu erwarten, dass das halt die Gesetzeslage ist, aber warte kurz ab, wir kommen gleich noch zu weiteren Details. Letztendlich konnte man sich nicht einigen und hat dann das Thüringer Verfassungsgericht angerufen. Und das hat dann, ich glaube, gestern im Wesentlichen entschieden, eine Änderung der Spielregeln ist möglich, bevor sich die Spielregeln ändern, konstituiert haben. Ja, für mich nicht nachvollziehbar, aber scheißegal. Und diese Regeländerung, die sieht nun vor, dass die stärkste Fraktion eben nicht mehr nacheinander drei Kandidaten vorschlägt, von denen einer gewählt werden muss, sondern dass auch andere ihre Vorschläge einbringen dürfen. Und damit ist dann ganz demokratisch sichergestellt, dass die AfD nicht mit Abstand stärkste Partei im Landtag von allem ausgeschlossen wird, sofern die Sozialistische Einheitspartei dann mitentscheiden darf. Ja, gelebte Demokratie, Freunde. Ja, ja. Okay. Klingt gut. Kommen wir zu den Fun Facts. Der gewählte Landtagspräsident ist Thaddäus König geworden von der CDU. Und die Vizepräsidenten sind Steffen Quasebart, BSW, Lena Sanier-Güngör, Die Linke, und Cornelia Urban, SPD. Also da ist jetzt gar kein AfDler berücksichtigt worden. Krass. Ja, dazu kommen wir uns ein bisschen später nochmal. Alle ständigen Mitglieder des Thüringer Verfassungsgerichts, also was darüber entschieden hat, dass die Einheitspartei Recht hat mit ihrer Lesart der Gesetzeslage, sollen eines der, also diese ständigen Mitglieder des Thüringer Verfassungsgerichtes, sollen eines der zahlreichen Parteibücher der Einheitsfront haben. Einer der Richter, Jörg Geibert, hat einen Sohn namens Lennart Geibert, und der sitzt für die CDU im Landtag Thüringens. Also dann entscheidet in dem Fall auch der Vater von einem, über dessen Partei entschieden wird, über die korrekte Auslegung des bestehenden Gesetzes. Ja? Ich finde, das hat ein Geschmäckle. Ja, die Einheitspartei hat gewonnen. So ist es. Ja, so ist fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Lupenreine Demokraten. Anfang des Jahres, als die Grünen noch im Landtag saßen, wollten sie neue Regeln für die Wahl des Landtagspräsidenten aufstellen. Ich zitiere hier mal den Mitteldeutschen Rundfunk vom Februar 2024. Nach der Landtagswahl hat die stärkste Fraktion das Recht, einen Parlamentspräsidenten vorzuschlagen. Sollte das die AfD sein und deren Kandidat nicht gewählt werden, könne sich der neue Landtag nicht konstituieren und damit auch keine Ministerpräsidenten wählen, so die Grünen. Deshalb wollen sie die Geschäftsordnung des Landtags ändern. Was glaubst du, wieso dieser Antrag, wo es im Grunde genau um das geht, was jetzt hier am Donnerstag das große Problem war, warum scheiterte dieser Antrag im Februar 2024? Ich sag mal, vielleicht weiß dann doch das Verfassungsgericht, nee, irgendwie einkassiert hat? Es waren die Parteien, die mitgespielt haben. Okay. Unter anderem die CDU. Okay. Vor einem guten halben Jahr sollte die CDU exakt darüber abstimmen, was jetzt am Donnerstag zum Eklat geführt hat und am Samstag vom Gericht geklärt wurde. Und damals hat die CDU gesagt, nee, wollen wir nicht. Nicht mit uns. Die haben damals natürlich gedacht, dass sie die stärkste Fraktion werden. Und dann haben sie gesagt, ja, wunderbar. Also wenn wir stärkste Fraktion werden, so wie wir das ja vorsehen, dann stellen wir da schön erst bei den Landtagspräsidenten. Ja, und vielleicht auch noch einen Vize-Landtagspräsidenten, vielleicht auch noch einen zweiten und einen dritten. Ja, da wollten sie diese Gesetzesänderung nicht. Ja, jetzt plötzlich war es eine Machtergreifung, wenn die AfD die Gesetzeslage so auslegt,
wie die CDU es damals offensichtlich auch gemacht hat. Weil sonst wäre dieser Antrag der Grünen gar nicht nötig gewesen. Es ist ein schmutziges Spiel. Das ist halt das Problem. Also man sieht das ja wirklich, dass es da überhaupt gar nicht mehr um politische Prinzipien geht und um irgendwelche Parteipunkte daran, dass die CDU ja ernsthaft dann irgendwie mit der Linken oder BSW zusammengehen will, nur um die AfD zu verhindern. Das ist eine absolute Perversion der Demokratie. Der Wählerwille ist ja ganz klar, der ist, wir möchten eine konservative Regierung haben. Eine Mischung aus AfD und CDU. Und da jetzt hinzugehen und sich mit jeder Scheißpartei, die teilweise diametral dem gegenübersteht, was die CDU vertritt oder mal vertreten hat. Und viele, ich glaube, es gibt auch noch viele gute Leute in der CDU, die das auch noch vertreten, aber halt die Fresse halten müssen, ist halt einfach pervers. Es ist absolut pervers. Und es zeigt den Leuten immer mehr, dass das halt wirklich, wie gesagt, wir witzeln darüber, aber letztendlich ist es eine Einheitspartei. Also das steht über allen. Wir wollen die AfD nicht. Und wenn wir uns da mit BSW, der Linken, den Grünen und der, keine Ahnung, Tierschutz-Veganer-Partei zusammentun, dann ist das halt so. Dann machen wir das halt. Maximilian, ich habe dir nichts hinzuzufügen. Ja, genau so ist es. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Gut. Ich habe vorhin schon erzählt, wer jetzt Landtagspräsident und wer die Vizepräsidenten geworden sind. Kurzfassung, Thaddäus König von der CDU ist Landtagspräsident geworden und die Vizepräsidenten sind BSW, Linke, SPD. Und das, obwohl Dr. Plagaz Mario Mettbrötchen-Vogt, der einst sagte, dass sein Verständnis von Demokratie sei, dass auch die AfD mindestens einen Vizelandtagspräsidenten bekommt. Hier der Clip. Das weiß ich jetzt nicht, aber man kann im parlamentarischen Raum durchaus Verständigung finden. So. Und könnte ein AfD-Politiker oder ein AfD-Abgeordneter zum Beispiel Vizepräsident? Das ist mein Vorschlag. Ich habe vorgeschlagen, dass ein AfD-Politiker Vizepräsident werden kann, weil mein Verständnis von Demokratie und auch von politischer Kultur ist, dass alle Fraktionen, also sowohl in AfD, Linke, SPD, BSB, CDU, dass sie jeweils einen entweder also Vizepräsidenten eben auch aufstellen können. Was schätzt du, wie alt dieser Clip ist? Also wann hat Herr Vogt verkündet, dass sein Verständnis von Demokratie bedeutet, dass die AfD einen Vize-Landtagspräsidenten stellen darf? Halbes Jahr, ein Jahr. 24.09. Maximilian. Vor 5 Tagen, Alter. Das ist 2 Tage vor diesem autistischen Affentheater im Landtag gewesen. Ja. Es ist Wahnsinn, wirklich. Also die AfD ist stärkste Fraktion und hat jetzt kein einziges dieser Positionen. Aber die Linke, wie viel hat die nochmal gehabt? Die hat doch verschwindend gering, doch glaube ich, in Thüringen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß überhaupt die zweistellig, ich weiß es ja nicht mehr. Also auf jeden Fall wenig, ja. Das ist pervers. Da muss mal eine Änderung her. Es kann nicht sein, dass du die stärkste Partei bist, dass du gewonnen hast und dass du aus all diesen Dingen rausgehalten werden wirst, nur weil die anderen mauern. Das ist, da muss irgendwie auch was gemacht werden. Das kann nicht sein. Ja, genauso das kannst du wissen. Das wird dann geschehen, wenn die AfD 51% hat. Oder ein Wunder geschieht, ein Wunder, was dazu führen würde, dass ich mich zu irgendeinem Glauben bekenne, welcher dann auch immer gültig ist in diesem Moment, die Werteunion 15% holt und die AfD 36%. Ja, erst dann wird das geschehen. Bis dahin werden die alles unternehmen, um bloß nicht der AfD einen bekackten, also ich riech mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal, einen Landtagspräsidenten zuzugestehen, der nochmal keine politische Macht inne hat, die nicht jeder andere Abgeordnete ebenfalls hat. Also das wird wohl nichts, da glaube ich, dann wird dann eher wahrscheinlich doch die Revolution die kommen. Hölle als zu frieren. Das denke ich auch. Okay, letzter Fun Fact. Der Vorzeigedemokrat Vogt hat Herrn Professor Philipp Austermann bereits am 25.09. zum Prozessbevollmächtigten in der Causa Machtergreifung ernannt, also einen Tag bevor es zur angeblichen Machtergreifung im Landtag kam. Das ist so, als würde ich dir 100 Euro vor deine Haustür legen und die Polizei rufen, weil ich mich bestohlen fühle, bevor du überhaupt aus der Tür rausgekommen bist und diese 100 Euro aufgehoben hast. Es ist so offensichtlich, was da abgeht. Aber Freunde, nochmal, wundert euch nicht, das ist gelebte Demokratie. Das Schriftstück wurde von Sascha Schlösser bei Twitter gepostet. Das ist derjenige Jurist und AfDler, der sich vor einigen Monaten der Markennameneintragung Stolzmonat da angenommen hatte. Und den habe ich nochmal um ein Statement gebeten. Und das spiele ich jetzt für euch ab. Ja, hallo. Kaspar, hallo. Und alle, Grüße aus Erfurt. Hier überschlagen sich im Moment die Ereignisse. Zu mir ganz kurz, ich bin ja Rechtsanwalt seit 20 Jahren und ganz frisch im Thüringer Landtag als Direktkandidat für den Erfurter Norden und außerdem seit neuestem auch Justiziar der neuen AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Und ja,
Du hattest mich gebeten, mal was zu der Vollmacht zu sagen, die ich da öffentlich gestellt habe. Wir haben da ja im Landtag ein ganz unwürdiges Schauspiel erlebt und diese Vollmacht ist sozusagen Teil der Prozessakte, die uns natürlich vom Thüringer Verfassungsgerichtshof ganz offen zur Verfügung gestellt wurde. Das ist ein historisches Dokument, das darf man also auch auswerten, auch öffentlich. Und daraus geht halt ganz klar hervor, man wusste ganz genau, dass es hier auf eine Prüfung durch das Verfassungsgericht hinauslaufen würde. Das liegt auch daran, dass wir aus unserer Rechtsauffassung eigentlich kein Geheimnis gemacht haben. Das war also klar, man hätte also einfach dem Anstand folgend den Alterspräsidenten seine Rede zu Ende halten lassen können, in der er seine Rechtsauffassung geäußert hat und hätte dann in der Folge, wie es durch den Alterspräsidenten auch vorgesehen war, eben den Thüringer Verfassungsgerichtshof anrufen können. Stattdessen hat man hier ein ganz unwürdiges Schauspiel veranstaltet, den Alterspräsidenten schon bei seiner Rede unterbrochen durch die CDU, was völlig unüblich ist, was der Verfassungstradition widerspricht, was der Geschäftsordnung widerspricht und was eben auch unanständig ist. Ich bin ja von Kollegen, die länger im Landtag sind als ich, gewarnt worden, dass das Benehmen der Kartellparteien unterirdisch sei, aber das, was ich da erleben musste, muss ich sagen, das schlägt alles, was ich mir hätte vorstellen können. Ich bin auch inzwischen von der CDU, dazu muss man sagen, ich war selbst CDU-Mitglied von 2003 bis 2015. Ich bin von dieser Partei nur noch angeekelt. Wo die Krux liegt, was unsere Auffassung ist, namentlich, dass die Tagesordnung für die konstituierende Sitzung durch Verfassung und Gesetz eben bereits vorgegeben ist. Ich kann sagen, dass wir als Fraktion ja auf Schweinereien jeder Art gefasst waren, dachten wir jedenfalls. Aber dass die CDU dem Alterspräsidenten nicht mal seine Eröffnungsrede halten lassen würde, das konnten auch wir uns nicht vorstellen. Ja, und das ist alles schon schlimm genug. Es gibt aber noch eine Dimension, die noch gar nicht richtig beleuchtet wurde. Und das ist die Rolle, die die Landtagsverwaltung hier gespielt hat, insbesondere in Form des Direktors der Landtagsverwaltung, der schlichtweg Anweisungen des Alterspräsidenten ignoriert hat. Und man muss eben sagen, in dieser Situation führt der Alterspräsident die Leitung und niemand anders, auch nicht die Landtagsverwaltung. Und dazu schiebe ich noch ganz kurz nach. Ich habe einen Teil meiner Referendarsausbildung als Jurist im Thüringer Landtag verbracht. Meine Ausbilder waren noch ausgerechnet die relativ bekannten Dr. Poschmann und eben hier der Präsident der Landtagsverwaltung, Herr Hopfe. Und ich schwöre Stein und Bein, zu meiner Zeit, das war ungefähr 2002, hätte es ein solches Verhalten der Landtagsverwaltung nicht gegeben, weil die eben neutral zu sein hat. Und wir haben es hier erlebt, dass sozusagen der Direktor der Landtagsverwaltung sich direkt während der Sitzung und vor der Sitzung mit der CDU ins Benehmen gesetzt hat und eben nicht allen Fraktionen gegenüber, sondern dort in Einzelgesprächen scheinbar den Verlauf der Sitzung vorbereitet hat. Ein absolutes Unding. Ja, und das lässt natürlich die weitere Spekulation zu, dass es volle Absicht war, dass alle Mikrofone offen waren, dass verhindert wurde, dass der Alterspräsident überhaupt in die Lage versetzt werden konnte, Wortmeldungen zu erteilen, weil das ist seine Aufgabe. Er erteilt das Wort, niemand nimmt sich selbst das Wort. Und das hat letztlich zu dieser von außen als chaotisch empfundenen Situation geführt, die nicht die AfD zu verantworten hat. Das hat letztlich dazu geführt, dass man nach außen verbreiten kann jetzt und den Eindruck erwecken kann, der Alterspräsident hätte den Rednern quasi rechtswidrig das Wort entzogen, indem er die Mikrofone hat abstellen lassen oder jedenfalls die Landtagsverwaltung angewiesen hat, die Mikrofone abzustellen, was diese nicht vollzogen hat. Und da so fügt sich ein Bild zum anderen. Das ist ein großes, orchestriertes Schauspiel, in dem wir in ein möglichst schlechtes Licht gerückt werden sollen. Wie gesagt, von unserer Seite aus war das anders geplant. Von Seiten des Alterspräsidenten war das anders geplant. Das erkennt man, wenn man sich einfach seine Rede am Ende nochmal anschaut oder durchliest. Inzwischen liegt uns ja der Beschluss des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vor. Die CDU hat nur in einem von vier Anträgen Recht bekommen. Das heißt, der Alterspräsident ist teilweise zu Dingen verpflichtet wurden, zu denen er bereits angesetzt hat. Das sieht man, wenn man in das Protokoll schaut. Also er muss den Namensaufruf starten, er muss die Beschlussfähigkeit feststellen lassen und dann, das ist eben der entscheidende Punkt, er muss diese ominöse Tagesordnung vom 19.09. zur Entscheidung stellen, in der dann eben geregelt werden soll, dass die Geschäftsordnung künftig vorsieht, dass der Landtagspräsident nicht mehr von der größten Fraktion vorgeschlagen wird. Wir waren geradezu aufgrund des Wählerauftrags dazu verpflichtet, auf dieses Recht nicht ohne weiteres und jedenfalls nicht ohne gerichtliche Prüfung
zu verzichten. Der Beschluss ist, ich sag's mal, mit BioLeg interessant. Ja, das beginnt da, dass die Sachverhaltsdarstellung teilweise offensichtlich unzutreffend ist und ist letztlich darin oder dadurch begründet, dass man einfach das Thüringer Geschäftsordnungsgesetz, ich habe überlegt, wie man das nennt, man hat es kastriert, weil rechtstechnisch kann man das gar nicht in Begriffe fassen, denn ein Gesetz gilt, jedenfalls nach meiner Auffassung, so lange, bis es für nichtig erklärt worden ist. Und so ein Antrag hat ja die CDU nicht gestellt. Insofern, da sind Verletzungen des Lex Specialis Grundsatzes drin. Die Rolle des Alterspräsidenten wird auf eine Art und Weise herabgewürdigt, die man sich in einem Urteil bisher nicht vorstellen könnte, glaube ich. Und ja, wir werden uns natürlich an den Beschluss halten, das ist ganz klar, weil erstes Ziel war, nicht einfach auf eine Rechtsposition zu verzichten. Das zweite ist natürlich, hier tatsächlich die gerichtliche Entscheidung auch zu ermöglichen. Und dann müssen wir uns an dieses interessanten Beschluss halten. Ich weiß gar nicht, ob den Witz noch jeder versteht. BioLeg war ein Jurist und auch Fernsehkoch. Und wenn ihm das Gericht seiner Mitkochen nicht so geschmeckt hat, dann hat er nicht gesagt, das ist ja eklig, sondern er sagte eben, das schmeckt aber interessant. Und das ist dann so ein geflügeltes Wort geworden. Also wir finden diesen Beschluss interessant, aber wir werden ihn natürlich schlucken. Gut, Freunde, dann haben wir das geklärt. Also Nummer 1, das ist jetzt die ultra grobe Freestyle-Zusammenfassung. Der gute Herr Vogt hat diese Vollmacht für diese Causa bereits unterzeichnet, bevor es zu dem Eklat kam. Und dieser Eklat war überhaupt nur möglich, dass, in Anführungszeichen, regelwidrigerweise die Mikrofone nicht, wie das üblich ist, abgeschaltet waren. Und der Alterspräsident erteilt dann das Wort, sondern sie waren alle offen. Ja, darum war das überhaupt nur möglich. Also das ist das, was er meinte, dass ich habe vergessen, wie die Position heißt, derjenige, der da quasi die Regie führt, ja, dass der offensichtlich auch im Boot gesessen haben muss und wusste, was dort geplant ist. Und deswegen die Mikrofone angelassen hat und ja selbst auf Bitten des Alterspräsidenten nicht ausgeschaltet hat. Absolut. Ein von vorne bis hinten abgekartetes Spiel. Ohne jeden Zweifel. Das ist ein absolutes Bananenrepubliksverhalten. Also es ist wirklich unwürdig. Das hat er, glaube ich, auch gesagt, der Anwalt. Also man merkt halt, wie sie in ihrer Panik immer mehr zu dem werden, was sie ja angeblich bekämpfen. Ne? Das ist halt wirklich mittlerweile also welche Längen die jetzt gehen, wirklich um die AfD zu verhindern, ist wirklich gruselig. Ne? Aber ich meine, das stößt dann immer mehr Leute, wir kriegen das halt mit. Und das ist halt, die sind in Panik, wie so eine Ratte in die Ecke getrieben. Aber auch zu Recht. Weil ich glaube, das Schlimmste für die ist wirklich, wenn die AfD wirklich mal irgendwo in Regierungsverantwortung ist. Weil dann, auch wenn die NPCs begreifen, es passiert nichts. Nicht das Vierte Reich wird ausgerufen, nicht der Grieche von nebenan wird ausgewiesen. Und vielleicht geht es den Menschen sogar noch ein bisschen besser, weil irgendwie die Steuern gesenkt werden, weil man mehr Mitbestimmung hat oder sonst was. Das ist das Horrorszenario hoch 10 für die Altparteien. Weil dann kannst du das Gespenst nicht mehr aufbauen. Das, was sie die ganze Zeit über Jahre ja immer weiter füttern und aufbauen und groß machen, wenn dann auf einmal nichts passiert. Nichts Schlimmes passiert. Und im schlimmsten Fall geht es den Leuten sogar noch ein Stück besser. Okay, Maximilian, lass mich doch kurz zwei Kommentare zu der Causa hier loswerden. Da haben wir zum einen Herrn Georg Meyer, der sitzt für die SPD im Bundestag. Und der schrieb auf Twitter nach der vereitelten Machtübernahme, die heutigen Ereignisse im Thüringer Landtag haben gezeigt, dass die AfD aggressiv kämpferisch gegen den Parlamentarismus vorgeht. Ich denke, dass damit die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren gegeben sind. Der Rest der Tweets ist irrelevant. Ich vermute fast, dass man auch das schon im Hinterkopf hatte. Dass man am Ende diesen Eklat, den man ja herbeigeführt hat, wissentlich, sonst hätte man nicht schon einen Tag zuvor diese Prozessvollmacht erteilt, dass man das am Ende nutzen kann, übrigens ist das auch keine zufällige Formulierung, aggressiv kämpferisch. Ja. Das ist genau die Formulierung des Verfassungsschutzes, weshalb er die AfD als rechtsextrem einstuft. Alter Schwede. Ja. Gut, dann haben wir noch Ulrich Vosgerau, stabil wie immer, und der macht halt hier meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Punkt. Was hat er geschrieben? Würde die AfD im Bundestag oder in jedem beliebigen Landtag die konstituierende Sitzung und die Rede des Alterspräsidenten durch lautes Geschrei immer wieder unterbrechen, so würde dies als Beweis dafür gelten, dass sie aggressiv den Parlamentarismus bekämpft. Stellt die AfD den Alterspräsidenten und wird dessen Rede immer wieder durch lautes Geschrei unterbrochen, so gilt dies ebenfalls als Beweis dafür, dass die AfD aggressiv den Parlamentarismus bekämpft. Jo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Absolut. Hundertprozentig. Sehe ich genauso. Absolut irre. Ach, du sagst es, mein Lieber.
So, und das was hat die kollektive doch, Anmerkung, Kaspar? Hast du das angeguckt? Was die kollektive Anmerkung? Wo der habe ich mir andere? Angeguckt, ist allerdings nichts, was. Du meinst hier von dem Georg Meyer, ne? Ja. Das ist keine Community-Note, ne? Das ist nur diese, wenn du dafür. Also ich sehe das nur, weil ich dafür angemeldet bin. Das sieht der Otto-Normal-Nutzer, sieht das gar nicht, weil es ist keine Community-Note. Aber ich kann ja trotzdem sagen, was da steht. Der Alterspräsident hält sich streng an die Vorgaben der GO, der Geschäftsordnung des Landtages. Paragraphen 1 und 2, dann ein Link zu Landesrecht Thüringen. Die alte Geschäftsordnung fand auch in den vergangenen konstituierenden Sitzungen des Thüringer Landtages entsprechende Anwendung. Dann ein weiterer Link. Daraufhin gibt es da wiederum eine Antwort. NNN, das heißt so viel wie, das ist ein nicht notwendiger Faktencheck. Die vorgeschlagene Notiz ist argumentativ und unnötig. Es gibt verschiedene Rechtsauffassungen, ob der Herr Trautler eine Geschäftsordnungsdebatte hätte verhindern dürfen. Und das entscheidet nun der Verfassungsgerichtshof. Das hat er entschieden. Mhm. Und nochmal auch da, ne, frag mich nicht, darum sage ich, das ist ein undankbares Thema. Mhm. In welchen Fällen die AfD da jetzt Recht zugesprochen bekommen hat. In drei von vier Fällen haben die ja Recht bekommen, in dem einen entscheiden halt eben nicht. Ne. Darum ist das ein undankbares Thema. Aber ja, das war die kollektive Anmerkung. Mhm. Ja, ist aber auch nicht der Punkt, was auf einer Sachebene da teilweise auch in einem Punkt recht bekommen haben, aber trotzdem dazu sagen, dass sie sich aggressiv kämpferisch gegen den Parlamentarismus gewendet haben, ist natürlich absolutes Bullshit-Geschwurbel, ne? Ja, also, es geht jetzt nicht darum, die wollen die Konkurrenz verbieten. Ja. Und dann wird hier der Wohlstand ausbrechen und so. Ja, und die Flüchtlinge werden sich ganz großartig integrieren und so weiter und so weiter. Also darum geht es letztendlich. Alles klar, das war erstmal das Thema. Lieber Maximilian Pütz, ich danke dir vielmals, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wenn du immer süß, wie du auch meinen Nachnamen sagst, das ist auch immer sehr, das klingt so ein bisschen. Ja, das soll sich einprägen. Ja, das ist, ja. Ich will, dass der Zuschauer, der von dir zuvor noch nicht gehört hat, direkt weiß, was am Anschluss googeln muss. Was Phase ist, ja, cool. Ja. Ich würd mich freuen, ein paar von euch Klapskalis dann auch mal bei mir auf dem Kanal zu sehen. Hat mir mega Spaß gemacht, ist eine gute Runde, super stabile Sache. Ja, und noch ein kurzes Shame, wer noch jetzt noch zuhört und wer es noch Single ist als Mann und das ändern möchte, der kann auch gerne mal auf www.casanovacoaching.de nachschauen. Also das ist ja mein Hauptjob. Ja, ich mache ja Dating-Coaching für Männer. Selbstbewusstsein, Frauen im alltäglichen Leben kennenlernen, oldschool. Das heißt, wer ist dein idealer Klient? Jemand, der halt noch Single ist, frustriert ist vom Online-Dating und deswegen denkt, dass er halt irgendwie nicht bei Frauen ankommt, weil Online-Dating ist halt ein absolutes Haifischbecken, ist für normale Männer einfach, kannst du auch gleich sein lassen. Also zerstört wirklich echt das Selbstbewusstsein von Männern. Und der halt einfach dann sagt, okay, ich will einen anderen Weg kennenlernen und sagt, ich habe zwar Schiss, was die meisten haben, aber ich will mal lernen, wie man die Frauen halt einfach direkt im Leben, auf der Straße, im Supermarkt oder sonst was, nett anquatscht, mit denen flirtet und dann im Optimalfall halt auch Beziehung, Affäre, was man haben möchte, erreicht. Schaut vorbei, lieber Maximilian, ich danke dir vielmals. Ich danke dir herzlich, hat mir Spaß gemacht und auch Dank an die Community und jo, wir hören uns.